Moin moin Leute und willkommen zum zweiten Teil von Let's Show Paladins. Ist es jetzt ein Overwatch-Abklatsch oder ist es wirklich etwas Eigenes? Die Frage habe ich beim letzten Mal nicht genau betitelt. Das lag zum Teil auch daran, dass wir selber noch keine Ahnung hatten von dem Spiel an sich. Also nicht wirklich ein paar Runden gespielt, aber halt noch nicht alles gesehen. Und am Ende dieses Videos werdet ihr dann auch meine endgültige Erklärung dazu hören, ob es jetzt ein Abklatsch ist oder nicht. Erst möchte ich euch noch schnell zeigen, was es hier noch so gibt. Wenn ihr auf Champion drückt und dann ein Champion auswählt, dann könnt ihr bei den Loadout eigene Loadouts hinzufügen, nämlich mit diesen Karten-Slots. Das wollte ich euch jetzt einmal zeigen und auch erklären, was das für Änderungen hat, was man da zum Beispiel machen kann und so weiter und so fort. Dafür klickt ihr hier auf einen Empty Slot. Ein paar Karten habe ich natürlich schon freigeschaltet, weil ich diese durch Päckchen bekommen habe, also durch Kisten. Wir schauen hier einmal schnell drauf. Hier ist jetzt zum Beispiel das Accelerator Field. Wenn ich oder einer meiner alliierten Freunde durch meine Barrikade läuft, kriegen sie für 3 Sekunden 25% Laufgeschwindigkeit. Daneben wäre dann, wenn ich meine Rocket Boots, also meine Raketenschuhe einsetze, dann kriege ich ein Schild, der 4 Sekunden lang anhält. Das Ding hätte ich zum Beispiel schon mal gerne. Da klicke ich jetzt drauf. Dann könnt ihr es hier für 1200 Ingame-Währung, also 1200 Gold, kaufen. Er schaltet es frei. Wir drücken auf OK. Ich drücke hier nochmal drauf. Und jetzt seht ihr Bowling Ball Rang 1. Ihr könnt es bis zu Rang 4 aufwerten. Und ihr seht hier unten, ihr dürft maximal 12 Punkte verbrauchen. Hier wäre jetzt ein Punkt. Ich könnte es auf 2, 3, 4 Punkte erhöhen. Wir lassen es erstmal auf einen Punkt. Ich möchte erst gucken, was ich noch so gebrauchen könnte. Bunker. Die Leben meines Schildes werden erhöht. Combat Repair. Türme werden geheilt, wenn ich in der Nähe stehe. Nicht schlecht. Das nehme ich jetzt einfach mal mit rein. Ob wir es hochwerten oder nicht, sehen wir dann noch. Türme werden... Also, regenerieren sich. Die Fähigkeit regeneriert sich schneller. Türme haben mehr Leben. Mein Schild hält länger an. Das finde ich zum Beispiel noch richtig geil. Jetzt hätten wir hier noch... Oh, warte, halt, stopp. Jetzt hatte ich nur geguckt, was sonst noch so ist. Ah, guck mal, wenn die Türme sterben, dann lassen sie Heilpackung fallen. Wenn ich unter 30% falle, dann wird der Cooldown von den Rocket Boots um 25% verringert. Das ist auch schön. Rocket Boots halten 30% länger an. Die Türme geben, ja, wie bei Cassies Ulti, Sicht durch die Wand, wenn ich in der Nähe stehe. Und Rocket Boosts werden noch schneller. Es gibt aber noch eine zweite Seite. Ich heile mich um 40 Leben pro Sekunde, wenn ich in der Nähe meiner Türme bin. Gegner, die durch meine Barrikade laufen, werden um 15% verlangsamt für 4 Sekunden. Wenn ich durch die Barrikade laufe, dann werde ich geheilt. Und wenn Lockdown, also meine ultimative Fähigkeit, aktiviert ist, während meine Türme oder mein Schild nicht aktiviert sind, wird die Abklingzeit verringert. Die Frage ist, wie viel? Das steht da nämlich nicht bei. Ist schön, ne? Reduced by und dann steht da keine Zeit. Ganz toll. So, was ich gerne hätte. Wenn meine Türme sterben, dann lassen sie einen Heilteil fallen. Das ist gar nicht so verkehrt. Und die... Was hatte ich hier? Stay Kit. So, jetzt ist die Frage. Erhöhe ich die Dauer der Türme? Oder die Heilung, dass sie die Leben... Ich glaube, ich erhöhe die Dauer. War das denn jetzt? Das mache ich jetzt hier gerade falsch. Ah, ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Ne? Das kennt man ja. So, also wir haben Combat Repair, Bowling Ball, First Aid und Foundation. Bowling Ball, Combat Repair, Foundation und First Aid. So, die habe ich schon. Also, was hätte ich jetzt gern noch? Also, dieser Failsafe, dass wenn ich unter 30% meiner Leben falle, die Schuhe schneller wieder da sind. Wäre auch nicht verkehrt, gibt mir ja auch ein Schild, ne? Das wäre ja eine geile Kombination. Was haben wir noch? Ich heile mich, wenn ich in der Nähe meiner Türme stehe. Das ist auch richtig geil. Na, ich glaube, ich mache mal das. Ich nehme mal die Heilung, man kann es ja jederzeit ändern, man muss halt einfach nur drauf drücken. So, und jetzt haben wir 5 Punkte verbraucht. Jetzt können wir hier noch einstellen, meine Barrikade, also mein Schild, was ich stelle, soll 2 Sekunden länger anhalten. Meine Türme sollen, die kleine Heilung reicht. So, wenn ich in der Nähe der Türme stehe, werden die jetzt für 100 geheilt und ich werde um 80 geheilt. Das Schild absorbiert jetzt 600 Schaden. 800. Jetzt würde ich gerne nochmal schauen.
mache ich jetzt die Barrikade eine Sekunde hoch noch, lasse ich mich um 40 mehr Leben pro Sekunde heilen oder heile ich die Türme um 50 Leben pro Sekunde? Ich probiere es mal damit aus, dass ich mehr geheilt werde, weil Türme kann ich nachstellen, ich selber sterbe einfach irgendwann. So, da habt ihr jetzt ein Beispiel dran, wie man sein Kartenlayout verändern kann und wie man sich das auch, ich sag mal, seinen eigenen Spielstil anpassen kann. Wenn ihr jetzt hier unten auf Save drückt, dann sagt er, ihr sollt das Ganze noch benennen. Ich nenne es mal Juvis Tower Build. Ah, passt nicht. Kein Platz. Juve Tower. Juve Tower. OP. So, fertig. Done. Jetzt steht das hier schon. Ihr könnt nochmal drauf drücken und könnt hier Set as Active machen. Dann müsst ihr das in-game nicht machen. Also ihr könnt ja auch in-game auf U drücken und das Layout oder das schon wieder das Loadout auswählen. Das braucht ihr jetzt nicht mehr. Er hätte das jetzt automatisch drin. Ihr könnt halt insgesamt 5 Stück haben. Der erste hier, das sind auch Karten, die ich selber noch nicht besitze. Die, die könnt ihr nicht verändern. Das ist fest. Das ist sozusagen der Standard. Also könnt ihr 4 eigene bauen. Es kommen wohl noch welche dazu. So, das wäre jetzt schon mal das, was noch dabei wäre. Jetzt kommt das Fazit. Ist Paladins ein billiger Overwatch-Abklatsch oder etwas, was man wirklich spielen kann und auch wirklich lange dran Spaß hat? Meine persönliche Meinung ist, bei Overwatch habt ihr Heiler und Tanks und in jedem Setup, in jedem Spielmodus etc. muss es, meiner Meinung nach, muss es einen Heiler und einen Tank geben. Hier ist es so, es gibt keinen reinen Heiler. Es gibt ein paar Leute, die haben ein paar Heilskills, so wie jetzt hier zum Beispiel, dass die Türme heilen, wenn sie sterben. Oder Pip, der eine Bombe schmeißen kann, die heilt. Aber einen reinen Heiler, der wirklich nur zum Heilen und Buffen da ist, den gibt es nicht. Was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt, weil niemand in diese Rolle gezwungen werden kann. Und natürlich ist es so, dass hier auf den Maps auch verschiedene Champion-Kombinationen besonders effektiv sind. Das heißt, ein Barik oder ein Fernando im Team zu haben, sollte immer dabei sein. Oder ansonsten jetzt mit den neuen Buffs der Grover dabei. Also irgendeine Melee-Klasse wäre nicht verkehrt, der auch ein bisschen tankiger ist, der ein bisschen was aushält. Aber ansonsten könnt ihr euer Team zusammenstellen, wie ihr wollt, und es kommt dann auf den Skill drauf an. Was Overwatch und Paladins gemeinsam haben, spielt man ein 4 gegen 5. Ist einer AFK oder ein Disconnect, dann habt ihr schon so gut verloren. Das Team, ein Mitspieler fehlt, das ist so gut verloren. Dafür ist das Spiel einfach zu abhängig vom Team. Beide Spiele sind zu abhängig vom Team. Zur Art an sich, zum Spiel an sich. Ich finde, Paladins ist ein Spiel, was man wunderbar einzeln spielen kann. Ich habe jetzt auch nachgelesen, Paladins wurde entwickelt oder war schon in der Beta, bevor Blizzard überhaupt Overwatch geleakt hat, dass es rauskommen wird und was es überhaupt ist. Soweit ich das mitbekommen habe, dass es aber nicht bestätigt, hat Blizzard sogar versucht, Paladins aufzukaufen, von HiWES abzukaufen, dass die das machen dürfen, oder nicht machen dürfen, dass die das übernehmen, weil sie das halt als gute und effektive Spielvariante gesehen haben. HiWES hat sich aber geweigert und hat Paladins, deswegen bringt die Paladins selber raus. Ich finde, Paladins hat mit den Kartenlayouts, dass man halt jeden wirklich verändern kann. Da kann ich euch auch ganz schnell zeigen. Zum Beispiel die Chinesa nehmen. Ich zeige es nur, ich baue jetzt nicht. Loadout. Die schmeißt ja zum Beispiel so eine schöne Bombe. Diese Mini-Granaten, diese Minen. Und die kann man zum Beispiel verschnellern. Die Minen greifen dann ganz plötzlich 4 Leute an, anstatt nur einen. Man kann mehrere Minen hinpacken. Solche Sachen. Wenn man stillsteht für eine Sekunde, dann kriegt man mehr Leben. Also man kann das echt an seine Reichweiten, also an seine Spielart anpassen. Und das fehlt mir bei Overwatch zum Beispiel. Bei Overwatch kann man zwar während der Spielrunde den Helden wechseln, das heißt, man kann sich an das gegnerische Team anpassen, was aber, ich sag mal, wenn man nicht in der Gruppe spielt, sehr selten gemacht wird. So wie hier bei Paladins, die meisten Leute auch nicht darauf achten, ob das Team eine gute Zusammenstellung hat oder nicht. Dafür kann man hier halt sagen, hey, ich spiele jetzt Barik, wir haben aber schon einen Fernando dabei, das heißt, ich brauche eigentlich nicht das verbesserte Schild, ich brauche eigentlich nicht die Heilung an sich. Ich kann dafür sorgen, dass meine Türme schneller sich wieder regenerieren, also kann ich Türme häufiger stellen, kann also mehr dafür sorgen, dass der Gegner von meinen Türmen oder von mir selber gekillt wird. Also man kann seinen Champion mit kleinen Anpassungen dahingehend verändern, dass es ans Team angepasst wird. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Damit würde ich halt sagen,
Overwatch ist ein gutes Spiel, Paladins ist ein gutes Spiel, sie sind vom Spielgenre her vergleichbar, aber sie sind getrennt zu betrachten. Beide haben ihre Vor- und Nachteile, beide haben eine Spielmechanik, haben eine andere Champion-Mechanik. Ein paar Champions ähneln sich sehr, sehr stark, das gebe ich gerne zu, das ist so. Trotz allem würde ich sagen, dass der Unterschied so gravierend ist, dass es ein anderes Spielgefühl bietet. So, ich hoffe, ich konnte euch damit erklären, was ihr jetzt noch vielleicht wissen wolltet. Ich freue mich darauf, dass ihr weiterhin so gut Paladins guckt und ich hoffe, euch gefallen auch die neuen Folgen, die rauskommen werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Tschüss.